Hallöchen, ihr Lieben. So viel dazu, hier gibt es keine Gegner. Doch, der ist tatsächlich noch da. Willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter, wollte ich noch sagen. Das ist jetzt echt nicht fair. Ich habe jetzt meine ganze Rüstung verloren, weil ich gerade Aufnehmen beendet habe und wieder gestartet. Und das war jetzt überraschend. Ich dachte, es spawnen keine Gegner in den Raum, wo wir das Portal stellen. Egal. Minimaler Schaden. Wir probieren jetzt mal den Boss, wollte ich sagen. Habe ich unabsichtlich den Raum gewechselt? Ich glaube. Hallo. Hallöchen. Na, wer bist denn du? Ein Laserauge. Wow. Jetzt ist die Musik wieder leise. Ich hätte noch sollen vielleicht eine Truhe öffnen. Wow. Unsere Pfeile machen aber gut Damage. Das gefällt mir. Technologiewächter. Mhm. Ui. Da ist jetzt oben irgendwie. Okay, da treffen wir den irgendwie nicht. Ui. Aha. Ui. 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 Kommst du doch wieder irgendwie in die Mitte? Ja, tatsächlich. Erzähl mal ein bisschen. Es ist eine große Knutschkugel. Au. Aha, 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 ich sehe schon. Okay. Aus dem Bereich raus, wäre gut. Okay. Aber das mit dem Bogen macht eigentlich gut Damage. Das können wir so machen. Machen wir auf die feige Art kaputt. Ich glaube, wow, das geht sich aus. Ich hatte gerade Angst. Glück gehabt. Ja, das geht. Mit dem Bogen ist es halt sehr feige. Aber ja, wir wollen die Items haben, die der Gegner hat. Wir wollen dann in den nächsten Tempel rein. Und da müssen wir halt solche kleinen Opfer bringen. Ui, was war denn das jetzt gerade? Aber der ist relativ einfach. Da finde ich den Wüstengegner schlimmer. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Dag, dag, da, dag, 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 ein bisschen zurück. La, 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 la. Ich mach dich kaputt. Ich liebe unseren Bogen. Ich liebe unseren Bogen. Der ist echt Gold wert gewesen. Wirklich. Und leise hin. Außer er spawnt nochmal neu. Tada! Und? Bam! Super! Und Schlüssel Nummer 4 ist unser. Juhu! So einfach geht's. Da kommt die Masterkiste. Yeah. La 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 la. Was haben wir denn da Schönes? Ding. Tech-Geschichte 3. Fangen wir mal mit der 1 an. Tech-Geschichte 1. Das ganze Land war von Magie erfüllt. Beide Kreaturen und Menschen. Also beide Kreaturen und Menschen durch Zufall von Macht erfüllt. Nutzten den Schwächeren aus, wie immer. Tech-Geschichte 2. Es war eine Unterteilung in Magiebegabte und Nichtbegabte, die die Welt veränderte. Das Einfangen der Magie, das alles veränderte. Und Tech-Geschichte 3. Als pure Macht genutzt, stand die Magie jedem zur Verfügung. Durch diese eingefangene Magie erblühte unsere Zivilisation. Schön. Das hatten wir auch noch nicht. Wechselstrom-Adapter. Okay. Diese Dinger befinden sich für gewöhnlich zwischen einer Batterie und dem energiebenötigten Gerät. So, zweifellos eine Art Konverter. Okay, mal räuspern inzwischen. So. Ich glaube, sonst hätten wir alles, oder? Schon mal gelesen, meine ich, ne? Hoffe ich. Ah, da fehlen noch zwei Sachen. Ah, wahrscheinlich kriegen wir die jetzt. Zack, zack, zack. Oder auch nicht. Flussenergienotiz. Die hat man noch nicht, oder? Durch Magiekompression hergestellt. Die größte Errungenschaft unserer Zeit. Beschützer und Energiequelle Flussenergie. Ein Wasserkraftwerk? Fragezeichen? Ja, nein, vielleicht? Boss ging jetzt echt einfach. Ich meine, ich habe ihn jetzt sehr feige besiegt, muss ich schon sagen. Ja.
Aber wir sind Händler, wir müssen an unseren Profit denken und alles, was man schnell und einfach kriegt und teuer verkaufen kann, ist pures Glück für uns. Und somit gehen wir nach Hause. Passt. Sehr, sehr gut. Dann können wir jetzt quasi den fünften Dungeon öffnen, ne? Das ist ja hervorragend. Oh, das ist der Titelbildschirm. Aha. Falls ihr euch noch daran erinnern könnt, wenn ihr das Spiel startet, dann öffnet sich genau dieses Tor. Voll cool. Der Torweg, der ist gefallen. Und das fünfte Tor steht offen. Ja, der alte Pete hätte recht. Jetzt kann er in Frieden ruhen. Du hast mehr erreicht, als jeder andere es hätte tun können. Ja. Wenn ich dich jetzt bitten würde, es nicht zu tun, es einfach auf sich beruhen zu lassen und das Tor nicht zu betreten, würdest du auf mich hören? Ich bin alt. Ihr jungen Leute müsst auf die Alten hören. Ja. Niemand weiß, welche Gefahren hinter diesem Tor liegen. Da ist es schon, schön, schon das Funkeln in deinen Augen, die Neugier. Ja. Du würdest es nie aufgeben. Nicht mal für Frau und Kind. Nein, nein. Wäre dein Großvater noch hier, würde er genau das von dir erwarten. Viel Glück, Will, pass auf dich auf. Denn wenn du im Dungeon verreckst, braucht der Opa dir kein Erbe zahlen. Ja. So, jetzt wissen wir es, ne? Gut. Schön. Gut und schön. Jetzt bin ich leicht überfordert. Letzter Tag? Hä? Was letzter Tag? Ist dann das Spiel zu Ende? Hä? Warum letzter Tag? Seit wann ist denn das eingetragen? Konservierte Wurzel. Wir gehen jetzt mal Handel betreiben. Wir lassen uns davon jetzt nicht abschrecken. Letzter Tag. Es ist eh alles gespeichert. Ich habe gerade keine Ahnung, was die damit meinen. Also, Geschichte. Wo haben wir sie denn? Zwei. Fangen wir schon an. Eins. Zwei. Oh doch, das hatten wir schon mal. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir da auch mit 30.000. Ich habe keine Ahnung, ob es zu teuer ist, zu billig ist. Wir werden es dann eh sehen. Auch hier werden wir mit einem 30er anfangen. So. Dann probiere ich es nochmal mit der Waffe. Halt, das war. Na, das war richtig. Passt, die brauchen wir. Die Wurzel brauchen wir jetzt als erstes, ne? Ja, passt. Ja, ich bin schon alt. Ich bin leicht verwirrt. Die Tränke behalte ich für uns. Die zwei nehme ich mit. Jo. Hä, was ist da? Ja, ich weiß, das ist jetzt offen. Wir sind ja gut. Ding, ding. Voll, 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 voll. Wir sind so viel voll. So, dann schauen wir noch, ob wir irgendwas noch, ob uns da irgendwas noch Geld einbringt. Theoretisch, ja, dass wir noch ein bisschen was verdienen. Wenn echt schon der Tag, vielleicht ist dann das Let's Play unerwarteterweise schon früher vorbei als gedacht. Ich dachte, das wäre so ein Endlos-Ding, aber scheint dem nicht so. Scheint dem nicht so. Dann werden wir jetzt auch keine Aufträge mehr derweil annehmen. Sicher, sicher, weil wenn das Spiel jetzt dann echt bald zu Ende wäre. Ich meine, ich habe es nicht mal geschafft, alle Preise aufzudecken, also alle Preisvariationen von den Gegenständen. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Aber ein bisschen was muss ich ja euch auch noch zum Entdecken überlassen.
Falls ihr das Spiel auch selber spielen möchtet oder es gerade auch tut, kann ich euch ja nicht alles verraten. Das geht ja nicht. So, ich glaube, das ist eine gute Mischung. Zack. Zack. Da-da-da-dam. Da-da-dam-dam-da-dam. Ich könnte es jetzt aber auch schöner machen. Ich mache das schöner. Schau. So. Und so. Ja. Und hier. Einmal. Und da drüben auch einmal. So. Dann machen wir hier. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Da haben wir noch keinen Preis. Machen wir 5000. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es wieder viel zu billig, glaube ich. Ich glaube, das war zu billig, oder? Nehmen wir so. Okay, Sesam, öffne dich. Katsching. Begrüße, gnädige Frau. Ich habe Ihre Bestellung dabei. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Schleich die. So. Die Waffe hätte ich noch ausstellen sollen. Ich glaube, das mache ich da oben. Ah, jetzt wäre sie wieder beliebter. Ich probiere es dann. Ich probiere es doch nochmal mit dem Wucher. So. Vielleicht habe ich Glück. Und wir bringen die Waffe jetzt einmal an. Bam, 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 bam. Da. Ui. Da freut sich jemand. Dankeschön fürs Retten. Da habe ich echt wieder was viel zu billig hergegeben. Ist eh logisch. Typisch ich. Wie soll das auch anders sein? So, einmal. Da habe ich auch keine Vorstellung. Ich würde mal sagen, machen wir auch mal mit 9000. Da drüben hätte noch was Platz. So. Da freut sich wer. Das ist schön. Danke. Oh, das war viel zu billig. Okay. 30.000 für das Buch war viel zu billig. Okay. Egal. Da ist jemand zornig. Alter, Alter, Alter. Zwei Diebe. Alter. Wir haben beide noch aufhalten können. Da legst du die nieder. Echt. Tschüss. Dankeschön. Da legst du die nieder. Echt. Tschüss. Boah. Hui, das war jetzt echt Herzklopfen. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Ihnen auch. Vergolt's Gott. Jawohl, da kaufen sie uns abends. So gehört sich das. Weg mit der Ware. Weg, weg. Und, wie schaut's aus mit dem Schwert? Bah, das ist immer noch... Das ist mir zu teuer. Ich will das nicht haben. Das geht nicht. Das ist viel zu viel. Boah, ey. Die Helden von heute sind bettelarm. Bettelarm. Echt. Unglaublich. Bam, 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 bam. Ah, das ist immer noch zu teuer. Jawohl. Ui, ich habe das so einen Fehler gemacht. Hoppala. Hoppala, das wollte ich nicht. Tralala. Ui. Billig, billig, billig. Jawohl. Habe ich hier auch schon einen Fehler gemacht mit 30.000? Ich mache gleich mal 40.000. Billig, billig, billig. Da freuen sie sich alle, weil ich das alles herschenke. Alter. Tausender ist auch noch zu viel. Was ist mit den Leuten los, ey? Die wollen kein Geld mehr bei uns da lassen. So. Besser. Das da ist ja, glaube ich, auch zu teuer. Oder war es das hier?
Puh. Dankeschön. Dum, 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 dum. Boah, ey. Alter. So, wollen wir es jetzt so nochmal? Alter, unklar. Hey, du Schuft. Lass das hier. Unglaublich. Danke für den Einkauf. Dam, 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 dam. Bam. Badadadam. 40.000 war in Ordnung. Okay. Gut, freut uns. Ach Gott. Oh, er hat es aber gekauft. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dankeschön. So, dann müssen wir die noch etwas billiger machen. Ich würde sagen, mal mit 800 probieren. So. Immer noch zu teuer. Alter. So. Besser. Dankeschön. Aber er hat es trotzdem gekauft, das freut mich. Aber dann sind wir schon fertig. Super. Haben wir eigentlich nichts mehr. Können wir den Laden dicht machen, oder? Tschüssi. So, unsere Bilanz. Bla 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 bla. Mhm. 2,3 Millionen haben wir gemacht heute. Das ist schön. Das ist, glaube ich, jetzt neuer Rekord, oder? Ich glaube schon. Schön. Das freut mich. Okay, ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, was uns erwartet. Wir werden uns jetzt mal den Dungeon anschauen. Betreten. Mal schauen, wo wir da hinkommen. Wir haben jetzt nur ein paar Tage Zeit, ne, um das Spiel jetzt noch zu schaffen, oder wie, ne? Das heißt, ich muss mich jetzt ranhalten. Wir werden nur noch morgen das letzte Mal Handel treiben. Und dann werden wir schauen, dass wir den Dungeon hier durchboxen, weil ich glaube, das Spiel ist dann zu Ende. Herzlich willkommen in der Hölle. Hallo. Okay, das ist irgendwie nix. Ich dachte, das wäre ein Monster. Oh. Hallo? Da ist zumindest schon mal was eingegangen. Okay. Da ist einiges eingegangen. Alter, wie schaut's denn hier aus? Da ist auch jemand verreckt. Unsere Schlüssel sind hier. Ist das ein Labor? 2 Monate sind vergangen, seit wir uns eingeschlossen haben. Unsere Ressourcen schwinden. Wo bleibt unser Lakai? Wir haben derweil mit der Entwicklung der von Prototyp L begonnen. Okay. Dieser verfluchte La-Fehler. Wir sahen uns gezwungen, Operation Torschluss einzuleiten. Unser Lakai wird uns mit Hilfe von 4 Schlüsseln einschließen. Ah, okay. Er wird sie verstecken, bis die Garde nicht mehr nach uns sucht. Wir schätzen, dass 1 Monat ausreicht, um sie loszuwerden. Achso, ich habe falsch angefangen zu lesen. Entschuldigung. Berichten zufolge ist uns die Garde auf den Fersen. Eventuell müssen wir uns einschließen, um unser Signal zu verdecken. Ich habe verkehrt angefangen zu lesen, tut mir sehr leid. Ah, da geht mehr, mehr, mehr. Die Prototypenentwicklung aus
aus anderer Dimension. Was? Dimension Tech läuft gut. Ja. Jede neue Variante hat eine niedrigere Körperabstoßrate. Okay. Die nächsten Dimensionen sehen vielversprechend aus. Prototyp G benötigt nur genug synthetische und natürliche Ressourcen. Haben die Monster entwickelt? Ich glaube, die haben die Monster entwickelt, kann das sein? So, diesmal mache ich den Fehler nicht. Ich fange gleich von oben an. Ich hoffe, das ist so richtig. Unsere Chancen auf eine Flucht aus diesem Grab schwinden. 3 Monate sind vergangen. Unsere Soldaten mussten letzte Woche einen Aufstand niederschlagen. Wir müssen einen Fluchtweg finden. Die Lage gerät völlig außer Kontrolle. Etliche Mitarbeiter wurden wahnsinnig. Soldaten mussten sie töten. Gleich 2 Probleme wurden gelöst. Die Unruhen und die Hungersnot. Super. Der Prototyp L ist endlich I-Fehler. Allen Widrigkeiten zum Trotz ist die Kammer von Prototyp L nun fertig. Der Boss will ihn unbedingt ausprobieren, aber ist das auch sicher? Es gibt nur eine Möglichkeit zu entkommen. Den Dimensionantrieb überladen und in eine andere Dimension vorstoßen oder in die Leere krachen. Alles ist besser als zu verhungern. Das stimmt auch wieder. Fehler. Okay. What the fuck? Was ist hier los? Okay. Ist das jetzt die andere Dimension? Unbekannter Dungeon 2. Oh. Sieht aus, als kommt endlich jemand zu unserer Rettung. Ein Alien. Es gibt keine uralten Ruinen, Junge. Wir sind Piraten. Weltraumpiraten. Ich selbst, meine toten Kameraden. Und du. Seit so vielen Jahren hier gefangen, der Freiheit beraubt. Ich muss einiges nachholen. Meine Mannschaft verstärken. Rauben, plündern und brandschatzen. Aber ich danke dir für deine Hilfe. Daher darfst du gehen, Junge. Ich sagte gehen. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi. Okay, damit habe ich es nicht gerechnet. La la la, 3 Stunden später. Alter Schwede, okay. Der letzte Dimensionspirat übrigens heißt der Boss. Der Part ist auch gleich zu Ende. Scheibenkleister, damit habe ich es nicht gerechnet. Dachte, erkunden wir jetzt mal so Ebene für Ebene. Null Probleme, habe ich jetzt gedacht. Ja, ja. Natürlich. Alter Verwalter. Wow. Der Deichsel. Wow. Alter, Alter, Alter. Alter, Alter. Okay, da besser ausweichen, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, ob der dadurch mehr Damage kriegen würde, wenn man ihn treffen würde. Aber, wow! Aber ich glaube, da müssen wir ein bisschen was opfern. Wow, das hat jetzt ganz schön reingehauen.
Minuten hätten wir noch, dann müsste der Part zu Ende sein. Alter, Alter, au, au, au. Alter, Alter. Wow, 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 wow. Wow. Hui, falsche Richtung. Da weißt halt nicht, wo der hindriftet, ne? Wow. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Entschuldigung. Ich muss halt immer schauen, dass der Effekt auch oben ist, ne? Im Optimalfall. Pfui! Ui, das war, glaube ich... Boah, jetzt hatte ich Angst, jetzt dachte ich schon, es wäre zu knapp. Das war ein Schuss in den Ofen. Alter, das war etwas zu weit weg. Wow! Alter, wow! Alter, du Sauke, Alter, das ist nicht erwischt. Nichts erwischt, Hosenfisch. Einen Händler, den kannst du nicht so leicht besiegen. Helden schon, aber nicht einen geldgeilen Händler. Wow! Das war knapp, aber wir haben es geschafft. Na, du Saukerl. Du kriegst uns nicht. Aber immer in die falsche Richtung, ne? Der weiß schon, wie ich tue. Oi, 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 oi. Da kommst du voll in Schwitzen, ey. Ah. Aber gleich hammern, gleich hammern. Dauert nicht mehr lang. Ich hoffe, dass noch 20 Gegner kommen. Ha, geschafft. Okay, was ist jetzt? Ist eine Schnecke gewesen? Ah, du Scheiße! Jetzt ist er irgendwie mutiert. Um Gottes Willen. Aha. Oi, 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 oi. Okay, mal was saufen. Geht nix, obwohl. Alter! Was willst denn du jetzt von mir? Alter! Ihr grausigen Viecher, ihr! Hä? Was ist denn das jetzt? Alter! Boah, hoffentlich kriege ich den Kleinen. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege, oder? Seid einmal die Hälfte down, oder? Gehen wir voll drauf. Alter! Alter! Wow! Ja, mein letzter Trank. Alter, Alter, ich muss aufpassen, ne? Weg, weg! Das kann man nicht verhauen, glaube ich, ne? Ich habe auch keine Ahnung.
da! Ich habe auch keine Ahnung, wie ich dem ausweichen soll. Ich weiß halt, warum ich solche Dinger kriege. Tränke wären besser gewesen. Ah, ich glaube, den schafft man nicht. Da muss ich erst drauf kommen, wie der gehen soll. Auf jeden Fall viel ausweichen. Auf, rauf, rauf. Da habe ich noch keine Ahnung, wie das klappen soll. Ob man da irgendwie rollen wahrscheinlich, wenn er das macht, ne? Ah, der Part ist eh zu Ende, das passt gerade wunderbar. Das heißt, wir können das dann nochmal probieren. Okay, ihr Lieben. Boah, ey. Ja. Das war unser erster Versuch. Wir haben ihn dreiviertel down bekommen. Das könnte was werden. Wir könnten es schaffen. Hoi. Na gut, ihr Lieben. Das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!